Finanzmarktwelt präsentiert den XTB Morgenticker vom 1. Dezember 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum verläuft mit mäßiger Stimmung. Die Indizes werden überwiegend mit einem leichten Rückgang notiert. Der koreanische Kospi-Index verliert mit einem Minus von 1,20% am meisten. Die chinesischen Indizes geben um 0,40 bis 0,70% nach und der japanische Nikkei 225 fällt ebenfalls um 0,20%. Unterdessen verzeichnet der indische Nifty 50 einen bescheidenen Zuwachs von 0,70% und der australische S&P ASX 200 steigt um 0,30%. In der ersten Tageshälfte sind die Bewegungen auf dem Devisenmarkt begrenzt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt der US-Dollar jedoch nach den gestrigen Kursgewinnen wieder nach und bleibt eine der schwächsten G10-Währungen. Das Währungspaar Euro gegen US-Dollar steigt um 0,15% auf 1,0908. Heute stehen zahlreiche endgültige Einkaufsmanagerberichte, PMI, für November an. Diese PMI-Daten wurden bereits veröffentlicht. China Kaixing Manufacturing PMI vermeldet mit 50,7, Prognose 49,6, vorher 49,5. Südkorea PMI für das verarbeitende Gewerbe vermeldet mit 50, vorher 49,8. Japan Jibun PMI für das verarbeitende Gewerbe vermeldet mit 48,3, Prognose 48,1, vorher 48,1. Australien PMI des verarbeitenden Gewerbes vermeldet mit 47,7, vorher 47,7. Die japanische Arbeitslosenquote wurde vermeldet mit 2,5%, Prognose 2,6%, vorher 2,6%. Das israelische Militär erklärte heute, dass man die Kämpfe mit der Hamas im Gazastreifen wieder aufgenommen hat und beschuldigte die palästinensische Gruppe, die Waffenstillstandsbedingungen zu verletzen und israelisches Gebiet zu beschießen. Trotz einer hart erarbeiteten Unterbrechung der Kämpfe hat Israel nun angekündigt, den Beschuss wieder aufzunehmen, falls die militante Palästinensergruppe nicht bereit ist, weitere Geiseln freizulassen. Goldman Sachs hat seine Prognosen für die Zinsaussichten der Europäischen Zentralbank revidiert und rechnet jetzt mit einer Zinssenkung im zweiten Quartal des nächsten Jahres. Zuvor hatte die Bank eine Senkung der EZB-Zinsen im dritten Quartal vorausgesagt. Die Edelmetalle steigen weiter an. Gold steigt um 0,30% und kehrt auf den Stand von 2041 US-Dollar pro Unze zurück. Silber verzeichnet unterdessen einen bescheidenen Anstieg von 0,10% auf 25,26 US-Dollar. Bei den Kryptowährungen ist in der ersten Tageshälfte ein deutlicher Aufschwung zu beobachten. Der Bitcoin steigt um 1,10% und kehrt auf den Stand von 38.100 US-Dollar zurück. Aus charttechnischer Sicht ist zu erwähnen, der Bitcoin versucht, die obere Grenze des aktuellen Konsolidierungskanals bei 38.000 Dollar zu durchbrechen. Der Anstieg wird durch die Hoffnung auf eine möglicherweise bevorstehende Genehmigung der ETF-Anträge durch die US-Börsenaufsicht SEC angeheizt. Das nächste Zeitfenster für die Annahme weiterer Anträge wird für Anfang Januar erwartet. Interessanterweise gibt es größere Zuwächse bei Ethereum, das um 2,0% auf 2095 US-Dollar ansteigt. Die Einreichung eines weiteren Antrags für einen Ethereum Spot ETF durch Fidelity scheint den Kryptoanlegern Hoffnung zu machen. Der neue Antrag von Fidelity bedeutet den offiziellen Beginn der Verifizierungsphase durch die SEC, die bis zu 240 Tage dauern kann. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB Morgenticker.